So, jetzt lange genug gedrückt. Noveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standards als nicht bewohnbar gilt. Der Planet untersteht der privaten Administration der Noveria Development Corporation, die dort Labore für Experimente verpachtet, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit an keinem anderen Ort durchgeführt werden dürfen. Durch diese außergewöhnliche Situation ist Noveria immer wieder Mittelpunkt wilder Gerüchte und konspirativer Theorien. Da wollen wir hin. Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Der Joker schon witzigen Jung. So, Lille. Ich kann aber auch nicht mein Squad jetzt hier anpassen, ne? Nee, ich kann nur sie anpassen. Oder was Besseres gefunden? Na, nee, nicht wirklich. Präzisionsgewehr ist nicht schlecht, aber wir nehmen das mal. Ja, demnächst. Wenn ich dann zur Zitadelle fliege, kann ich auch mal schauen. Ich habe 104.000 Credits, das ist natürlich nicht viel. Wir brauchen eine Mille, also eine Million. So, ich meine, da Matriarche Benesia ja hier ist, werden wir Liara mitnehmen. Und da ich dann noch einen Techniker brauche, werde ich wahrscheinlich Tali mitnehmen, ne? Kann auch Garus mitnehmen. Sie kann hacken. Ich bitte dich. Ich kann Synthetics hacken. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Na gut. So. Konzernwelten. Haben die was zu sagen? Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Maiko Matsu. Das ist weit genug. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Es wäre unklug, unbewaffnet nach den Geth zu suchen. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln. Bin direkt hinter Ihnen. Ist die Panzerung in gutem Zustand? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Also an mir soll es nicht liegen. Aber du! Du bist mir jetzt schon das ganze Magazin wert, Fräulein. Es ist wunderbar. Ich bin sicher, dass Parasini-San all ihre Fragen beantworten wird. Oh, also, okay. Das sieht anders aus. Wow. Gefällt mir. Sogar ein bisschen was los hier. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den... Ich
Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Benesia? Ist sie hier? Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie ist hier. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte mir, dass Sie mit mir reden wollen, Shepard. Über meine Mutter. Nein, ich vertraue Ihnen, Liara. Sie sind zwar nicht beim Militär, aber ein Teil meiner Crew. Danke, Shepard. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, ja. Schütze. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre. Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Vielleicht später, jetzt brauche ich Vorräte. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Mittelschwer-Kroganer. Oh, Schwer-Kroganer. 47.000, erstmal eben. Predator ist schon nice. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Diese Person hat für einen Kunden eine... Sie wollen meinen Status für einen... Das ist nicht... Ich denke darüber nach und melde mich später. Diese Person fleht Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nachzudenken. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Ich muss mir nochmal anhören, ne? Natürlich. Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Diese Person... Sie wollen meinen Status für einen... Das ist nicht inkorrekt. Ich soll das Gesetz aufrechterhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Ich gehe dann jetzt. Diese Person fleht Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nach. Ja, dein komisches Paket. Ich glaube, das waren Waffen. Da gibt's nachher noch richtig Stress. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt, Spectre.
Wie hier schon jeder gewarnt wurde einfach. Hoffentlich bereuen wir es nicht, ihnen die Waffen gelassen zu haben. Das wirst du schon noch erleben. Spectre, was? Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoleis hat's den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Hanshan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Wie war das mit Sun-IQ? Den Gerüchten zufolge wurde Lorikin bestochen. Also ließ Anoleis das Büro von Sun-IQ schließen. Still und leise, damit kein Anwalt von draußen Wind davon bekommt. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin im Auftrag der Zitadelle hier und muss diese Station verlassen. Wenn Sie in die Garage wollen, brauchen Sie Mr. Anoleis Genehmigung. Es gibt keine Ausnahmen. Tut mir leid. Oh Gott, ja. Es tut mir auch leid. Sun-IQ ist vorübergehend geschlossen. Ja, nie gelesen, oder? Na ja, komm, gehen wir mal zu Anole. War hier noch irgendwie eine Kneipe? Muss ich zum Hotel hoch, glaube ich. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Ich möchte mit Anoleis reden. Einen Moment bitte. Mr. Anoleis? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz.
Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Gibt es auf Gipfel 15 Probleme? Ein Schlechtwettergebiet hat den Kontakt abbrechen lassen. In einigen Tagen hat sich alles wieder normalisiert. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Venesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was hat Sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Warum ist SynIQ geschlossen? Ich habe Lorik Keen, den Manager des Hanshan-Büros, zur Befragung kommen lassen. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Ich überlege gerade doch, für Opol zu schmuggeln. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Aber auch nur, weil er hier ein Arsch ist. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Hanshan hat. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anuleis. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der Hanshan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutzabwehr, Fürsorge Elanus, Binhex und SynIQ. Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotikmodifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde, organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. War SynIQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der vier vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. So. Komm, wir machen das jetzt einfach mal pauschal. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Okay, ich helfe Ihnen. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anuleis nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Kann ich jetzt etwas kaufen? Sucht der Spectre denn etwas Bestimmtes? Ja. Was stimmt denn nicht mit euch? Ah, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, das muss ich mal eben zuerst machen. Mit dem
Paket. Shepard, du stehst die Information. Können wir jetzt auch mit ihr noch sprechen? Verzeihen Sie, dass ich bei Ihrer Ankunft so grob war. Ich wollte nicht respektlos erscheinen. Es ist meine Verantwortung, die Sicherheit und Privatsphäre der Firmen hier zu schützen. Die Ankunft eines Kriegsschiffs der Allianz war unerwartet. Es ist ja nichts passiert. Das ist eine großzügige Geste. Vielen Dank. Kann ich heute irgendetwas für Sie tun, Commander? Warum sind Sie immer noch hier? Bewachen Sie mein Schiff? Alle Firmen haben Geheimnisse. Einige handeln mit Dingen, die nicht gerade legal sind. Es macht sie nervös, dass ein Spectre hier ist. Anolés Sama ertrinkt in Petitionen, die ihren Rauswurf fordern. Sie beschützen die Normandie vor den Firmen. Ich beschütze sie vor sich selbst. Sie haben nicht die Mitarbeiter oder Ausbildung, um eine Allianzfregatte anzugreifen. Erzählen Sie mir etwas über sich. Sie zuerst. Ich bin bloß Wachmann. Ich hörte, es gebe keine menschlichen Spectres. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Meine Crew und ich, wir waren in Sarens Angriff auf Eden Prime verwickelt. Sie haben die Bombe entschärft. Das ergibt Sinn. Die Spezialabteilung braucht Leute, die eigenständig denken können. Ich habe ein Jahrzehnt bei den Marines gedient, musterte dann aus und ging in den privaten Sektor. Ich musste mich einige Male beweisen und bekam hier schließlich die Leitung übertragen. Überall stehen Wachen. Gibt es hier viele Probleme? Parasini-San hat Ihnen bestimmt das übliche Blabla über die Geschäfte hier erzählt. Jeder will von allen anderen beschützt werden. Aber jeder denkt auch, er hätte das Recht, allen anderen in den Hintern zu treten. Und Sie müssen sie davon abhalten, das zu eifrig zu machen. Mein Job besteht größtenteils aus Diplomatie. Zwei Leute schreien sich an, meine Leute kommen rein, zeigen ihre Waffen und schon wird es wieder zivilisiert. Wenn mich mein Job eins gelehrt hat, dann wie man unparteiisch bleibt. Ich gehe dann. Sehr schön, Commander. Und machen Sie keinen Ärger. So. Der Schmuggler. Verschwinden Sie von hier. Oh, du bist so sympathisch. Oh, dir werde ich mit Freude in den Kopf schießen. So. Ging auf jeden Fall schneller als im Originalspiel, das weiß ich noch. Auch wenn man diesen Ladebildschirm hier nicht überspringen kann, das ist aber auch nicht so schlimm. Denn hier ist ja alles neu für mich. Ich habe ja hier Noveria, sehe ich jetzt das erste Mal. Voll geil. Ich bin begeistert. So, Opold. Ich habe hier was für dich. Seien Sie gegrüßt, Spectre. Bringen Sie das Paket? Bitte sehr. Der Spectre hat dieser Person einen großen Dienst erwiesen. Aus der Tiefe des Lichts dankt sie Ihnen. Diese Person versprach eine Belohnung für die geleisteten Dienste. Dieser schlägt untertänigst eine Summe von 250 Credits als angemessen vor. Hätten Sie das ohne mich überhaupt am Zoll vorbeischmuggeln können? Sie könnten etwas großzügiger sein. Ihre Worte sind leider nicht von der Hand zu weisen. Diese Person würde die Summe auf 500 Credits erhöhen. Dann bekämen Sie die Hälfte seines Profits. Mehr kann diese Person Ihnen nicht anbieten. Wie rücksichtsvoll von Ihnen. Diese Person ist froh, dass wir uns einig sind. Ich schaue mich nur mal um. Diese Person wartet auf Ihre Rückkehr. Keine Ahnung, ob es Paragon-Punkte gab, aber... Ja, kann sogar sein.
So, jetzt aber ins Hotel. Wir müssen jetzt zu Lorikin. Ich habe jetzt schon wieder nicht Informationen. Also wirklich. Jetzt kommt die Party. Entschuldigung. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber sollte ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Was springt für mich raus? Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Gutes Argument. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre, ich verschwinde dann mal. Ah, vorbildlich plus 8. Wobei der Dialog echt witzig ist, ne? Da ist Lorikin. Kann ich jetzt noch mit ihm sprechen? Kann ich Ihnen helfen? Nee, okay, der ist jetzt raus. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geht. Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorikin? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarq. Zumindest im Moment. Mr. Anoleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anoleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoleis hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Warum hat Anoleis Ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoleis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung.
Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Muss mal gerade gucken. Irgendwas war hier hinten auch noch. Oder auch nicht. Doch, hier kann man doch nach oben. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Verschwinden Sie. Ich weiß nicht, ob Sie dies hier empfangen können, Doktor, aber Sie müssen sich so schnell wie möglich in den Sicherheitsbereich begeben. Ihre Verbindung zu unserer Organisation ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole, begeben Sie sich sofort in den Sicherheitsbereich. Jetzt haben wir die SynIQ-Sicherheit deaktiviert. Ich sagte, Sie sollen verschwinden. Beschäftigen Sie sich anderweitig. Dämliches Säugetier. Wenn Sie nicht damit aufhören, werfe ich Sie von diesem Balkon. Verschwinden Sie. Okay, fängt wieder von vorne an. Schade. Nicht auflegen. Großer Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das geht im Kreis? Okay. Ach, was man jetzt alles machen könnte. Du kannst alle bei Anolees verpfeifen und ach. Aber ich spiele einen guten. Ich hab auch richtig Bock, nochmal so eine richtig dreckige, abtrünnige Shepard-Sau zu spielen, ey. So richtig, mir ist alles egal. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Macht. So. Achso, ich muss ja zur SynIQ. Wo war das denn jetzt? Das war jetzt da unten, ne? Ja. Wir haben ja jetzt die Karte von ihm. Deswegen kommen wir jetzt hier rein. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis denn, Leute.